Heiße alle herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstagnachmittag zum mittlerweile, ich habe schon aufgehört zu zählen, was ist es jetzt, das vierte BDPH Online-Seminar? Fünfte. Das fünfte? Ja, wir sind schon richtig gut, ja. Zum fünften BDPH Online-Seminar. Mein Name ist Erik Scherer. Ich habe das hier in den letzten Wochen auf die Beine gestellt, mit tatkräftiger Unterstützung auch von Michael Linke, der auch immer dabei ist. Ganz herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Und wir haben heute den Peter Hornung als Referenten. Peter ist so ein Power-Philatelist, anders kann ich das nicht sagen. So habe ich ihn kennengelernt. Das war immer eine unversiegbare Quelle, sowohl von Belegen wie von Informationen. Ich habe in meiner Jugend vor allem USA gesammelt und Peter hatte beste Beziehungen zu den amerikanischen APOs im Bezirk in der Region von Heidelberg. Und da war ich immer begeistert, was er mir so alles hervorgezaubert hat. Wir haben uns dann wirklich regelrecht aus den Augen verloren. Aber ich glaube, wir haben da alle ganz ähnlichen Werdegang. Wir haben dann sozusagen die Dinge gemacht, die das Leben von einem so erwartet und sind jetzt alle irgendwo wieder bei der Philatelie gelandet. Und er ist immer ein Innovator gewesen, glaube ich, war schon immer so. Deswegen ist er jetzt auch wieder an der innovativen Front unterwegs mit dem Thema Social Philately. Und hat gesagt, er wird gerne einen Vortrag machen, um mal auch das Thema Social Philately wirklich mal praktisch zu zeigen, was braucht es eigentlich überhaupt, was steht da dahinter und vor allem auch, welche Rolle spielt das Internet da dabei. In dem Sinn würde ich gerne dem Peter übergeben und würde alle Beteiligten bitten, dann ihre Mikrofone stumm zu stellen. Besten Dank. Wunderbar. Herzlichen Dank. Social Philately praktisch habe ich das Ganze genannt. Im Grunde geht es genau um einen einzigen Brief, den ich Ihnen heute zeigen möchte und den ich mal ein bisschen zerlegen möchte, sozusagen in seine Bestandteile. Also nicht tatsächlich, sondern inhaltlich. Den einfach mal ein bisschen umdrehen, den Brief, der drin ist, rausnehmen und das Ganze mal ein bisschen untersuchen und recherchieren. Ich muss sagen, recherchieren ist auch mein Beruf. Ich bin von Beruf Journalist. Ich bin investigativer Journalist. Ich arbeite für den Norddeutschen Rundfunk, mache Hörfunk, Fernsehen, schreibe auch Texte für tagesschau.de zum Beispiel. Und das heißt, das, was ich hier mit meiner Sammlung mache, ist etwas, was ich eigentlich täglich in meiner normalen Arbeit mache. Das heißt, die Arbeitsmittel, die ich hier für die Sammlung anwende, sind die, die ich auch täglich brauche für Recherchen. Und ich werde ein bisschen was zur Google-Suche erzählen. Gerade was die Google-Suche anbelangt, arbeite ich auch als Dozent für Journalistinnen und Journalisten und erkläre denen einfach, wie man Google ein bisschen anders einsetzt, einfach ein bisschen gezielter und wie man nicht mehr findet, sondern wie man weniger findet und gezielter findet. Und das ist etwas auch sehr Wichtiges für diesen Bereich der Philatelie. Erstmal die Frage, was ist Social Philately überhaupt? Ich glaube übrigens, dass das auch ein bisschen daran krankt, das Ganze bei der Social Philately, dass sich viele irgendwie auch so ein bisschen schwer tun, das auszusprechen im Deutschen. Also ich habe da schon alle möglichen Variationen gehört. Aber vielleicht liegt es auch daran. Ansonsten, glaube ich, ist es ein Ansatz, der uns alle irgendwie weiterbringen kann, ohne dass wir das jetzt für die eigene Sammlung jetzt aufs Blatt bringen müssen. Aber ich glaube, damit macht einem Sammeln auch mehr Spaß, wenn man diesen Ansatz mal wählt und unter der Lupe sozusagen auch seine Sammlung mal betrachtet. Social Philately, und jetzt muss ich das hier ein bisschen kleiner machen, sonst kann ich nämlich selber nicht lesen, verbindet philatelistische und postgeschichtliche Belege mit der Sozialkultur
und Wirtschaftsgeschichte des betreffenden Zeitraums. Das heißt, was machen wir? Wir erweitern das. Wir erweitern einfach den Blickwinkel. Ich will jetzt ein Wort gebrauchen, das können Sie auch gleich wieder vergessen, weil eigentlich finde ich es ganz schrecklich, aber es ist sozusagen eine ganzheitliche Betrachtungsweise dessen, was man da vor sich hat, des philatelistischen, des postgeschichtlichen Belegs. Das heißt, ich will einfach noch mehr wissen darum und auch mehr als was ich nur normalerweise als Philatelist oder was ich als Postgeschichtler wissen möchte. Die Social Philately, die stellt die Belege in einen Kontext. Und was kann ich damit tun? Ich kann damit über die philatelistische und postgeschichtliche Betrachtung hinaus Geschichte verstehen, erzählen und auch Geschichten, verzeihen Sie mir bitte dieses kleine Wortspiel, Geschichte und Geschichten zu erzählen über einen Menschen oder mehrere Menschen. Das machen wir jetzt in dem Fall, das mache ich heute mit dem einen Brief. Eine Familie, ein Unternehmen, ein Ort oder ein Ereignis. Das heißt, ich versuche einfach zu verstehen, wann das entstanden ist, warum der Umschlag so aussieht, warum der Absender dem Empfänger das geschickt hat. Und versucht das eben nicht, und dann, ich blende die postgeschichtlichen und philatelistischen Aspekte natürlich nicht aus. Ich betrachte die auch, aber ich erweitere es eben um viel mehr und kann dann eben auch mehr erzählen. Ich breche damit tatsächlich die Grenzen und Beschränkungen postgeschichtlicher, philatelistischer Betrachtungsweise auf. Dazu muss ich natürlich was wissen. Und um etwas zu wissen, das kann ich nicht durch Meditation und bisheriges Wissen über einen Beleg bekommen, sondern ich muss schauen, ich muss recherchieren, ich muss wissen, wo ich recherchieren kann und wo ich Informationen finde. Es gibt das Sammlungskonzept Social Philately. Das ist natürlich eng verbunden auch mit der Ausstellungsklasse Open Philately. Eigentlich brauchen die sich gegenseitig. In der Open Philately kann ich eben auch nicht philatelistische Elemente in eine Sammlung aufnehmen. Zeitungsausschnitte, alte Pressefotos, Urkunden, Pässe, Autografen, was man sich vorstellen kann. Selbst einen Bierdeckel kann ich da aufnehmen, wenn er mir irgendwie was sagt und wenn er eine Aussagekraft hat. Das ist eigentlich nicht begrenzt, außer durch die Form, wie man es ausstellt. Das heißt also, irgendwie eine Statue wird man kaum unter eine Blattschutzhülle bekommen. Das würde den Rahmen dann doch ein wenig tatsächlich auch wortwörtlich sprengen. Verwandt ist damit auch die FIP-Ausstellungsklasse Postgeschichte 2C, die es, und das muss ich auch erst nachlesen, ich hatte irgendwann mal was davon gehört, aber wir hatten neulich mal bei einem früheren Online-Seminar darüber gesprochen, ich kannte das nicht, die es Ausstellern ermöglichen soll, Postgeschichte in einer breiteren Form darzustellen. Zitat, Interaktion von Handel und Gesellschaft mit dem Postsystem. Das ist allerdings auch wieder, so verstehe ich das jedenfalls, ein bisschen eingegrenzter, ne? Weil wir da ganz klar bei der Postgeschichte, beim Postsystem sind. Bei der Social Philately gibt es diese Grenze eigentlich nicht. Das erstmal zur Definition. Das können wir auch nachher nochmal besprechen, vielleicht wenn ich mit der Präsentation zu Ende bin. Weil ich glaube, da gibt es einige Fragen dazu und ich glaube, da gibt es auch Dinge, die einfach auch noch nicht wirklich klar sind und die auch in unterschiedlichen Definitionen teilweise durch die Welt und auch durchs Internet geistern. Warum sammle ich so? Eigentlich habe ich schon immer so gesammelt. Da muss ich mal kurz ausholen, das steht jetzt nicht in der Präsentation drin. Und da komme ich zu dem, was Erik Scherer vorhin gesagt hat, zu den Amerikanern. Ich bin auf die Amerikaner und die amerikanische Militärpost in der Bundesrepublik gekommen, weil ich abends mit meinem Vater als 11-, 12-Jähriger Radtouren gemacht habe in die Umgebung meines Heimatortes, ein Vorort von Heidelberg. Und da kamen wir immer auch in die Patrick Henry Village, das war eine US-Siedlung, die ist vor 8 Jahren oder so aufgegeben worden von den Streitkräften, als sie abgezogen sind aus Heidelberg, oder 10 Jahre sind es, glaube ich, schon. Da standen amerikanische Briefkästen rum. Und dann wollte ich eben wissen, was ist denn das für ein Briefkasten? Und dann habe ich irgendwoher eine postfrische amerikanische Marke bekommen
und habe da einfach mal eine Postkarte mit beklebt und an mich adressiert. Und 3-4 Tage später hatte ich dann da den Militärpoststempel drauf. Seitdem hat mich dieses Sammelgebiet fasziniert. Das macht es bis heute. Aber wichtig ist es für mich ja nicht nur, diese Postkarte zu haben und diesen Stempel drauf zu haben, sondern alles andere ist genauso wichtig. Der Briefkasten in dieser Siedlung, die Siedlung, dass die Amerikaner in Heidelberg sind, dass die Amerikaner in Deutschland sind. Wissen wir, dass das ein sehr, sehr aktuelles Thema heute ist, nach dem, was der US-Präsident bzw. das Weiße Haus gestern verkündet hat. Das ist einfach spannend. Schon damals wollte ich einfach wissen, was ist da außen rum? Warum sind die da? Und diese ganzen Sammelstücke, die ich da bekommen habe, die hatten für mich den besonderen Wert dadurch, dass ich den Kontext kannte. Ich will Geschichten erzählen. Ich will Geschichte greifbar machen. Alles übrigens erstmal für mich, aber natürlich dann auch für andere. Ich will auch, und ich glaube, das ist gerade wichtig in der Philatelie, damit Menschen erreichen, die sich mit Philatelie nicht so intensiv beschäftigen wie wir. Das zum Beispiel habe ich das bei meiner Frau gesehen letztes Jahr in Norwegen auf der Nordia, auf dieser internationalen Ausstellung. Da hat die das erste Mal meine Sammlung Royal Household Mail gesehen und hat sich die angeguckt und hat gesagt, das sammelst du? Ach, so ist das? Du hast einen Brief von Lady Diana, den richtigen Brief, und das ist von ihr geschrieben. Und dann sagte sie, ja, das finde ich jetzt auch interessant. Und das hat mir auch wieder gezeigt, es lassen sich auch für philatelistische, für postgeschichtliche Belege auch in so einem Rahmen Leute begeistern, die damit eigentlich gar nichts anfangen können. Nun wird meine Frau nicht anfangen, Briefmarken zu sammeln. Aber ich glaube, wenn man Leute damit heranzieht, lockt, zu Ausstellungen lockt, an die Philatelie heranführt, dann bleiben da auch welche hängen. Und deshalb ist es eben auch, und das ist natürlich auch so ein journalistischer Reflex, mein großes Interesse, das so aufzubereiten, dass Menschen sich dafür interessieren, die nicht von vornherein mit Philatelie und Postgeschichte was anfangen können. Und dass sich auch mehr Menschen interessieren. Und eins, was ich jetzt nicht reingeschrieben habe, ist, dass diejenigen, die sammeln, das vielleicht mal, was sie gesammelt haben, unter der Lupe der Social Philately betrachten und einfach mal ein bisschen mehr rausfinden über die Belege, die sie haben. Und damit auch ein bisschen mehr aus ihrer eigenen Sammlung machen. Das ist ja die Überschrift dieser Präsentation. Wie kann ich auch mehr aus dem machen, was ich schon habe? Und nicht vielleicht unbedingt was Neues anfangen, kann ich auch, klar. Für mich ist es das hier. Das ist das, was mich fasziniert. Die Philatelie als Zeitmaschine. Ich sammle, und das ist meine Herzenssammlung sozusagen, ich habe auch einige andere Sammlungen, die Post, die private Post auch häufig, der britischen Monarchen, der Königinnen und Könige seit Queen Victoria und auch ihrer Vorfahren noch, ihrer direkten Vorfahren, ihrer Eltern zum Beispiel, Onkel und so, die sind auch noch alle drin. Und Zeitmaschine heißt auch, dass ich so ein bisschen daneben sitze, dass ich versuche zu verstehen, in welchem Zusammenhang hat denn jetzt jemand aus dieser Familie einen Brief geschrieben? Was war denn außenrum? Was finde ich denn dazu? Da muss ich natürlich sagen, was ich da sammle, ist ein sehr, sehr dankbares Thema. Das ist deshalb dankbar, weil ich natürlich dazu sehr, sehr viel auch finde im Internet. Zur Geschichte des britischen Königshauses, überhaupt zur Geschichte Englands und Großbritanniens der vergangenen 150 Jahre, kann man sehr viel finden im Internet. Und deshalb kann man auch Belege in diesem Zusammenhang gut einordnen und in den Kontext stellen. Aber ich muss diesen Kontext kennen und ich muss ihn verstehen. Ich will heute einen einzigen Brief betrachten, wie gesagt. Der stammt aus diesem Album. Dieses Album, Autograph Letters etc. from Royal Personages, 1897-1913. Das ist eine private Sammlung
eines Menschen, den ich auch gleich vorstellen werde. Der hat sehr viel Briefe geschrieben mit Mitgliedern der britischen Königsfamilie. Der hat die gesammelt, der hat die, wie man es damals gemacht hat, in ein Album geklebt. Das werden wir gleich bei diesem Brief auch sehen. Der hat hinten natürlich noch Klebespuren. Und ich hatte das große Glück, dieses Album nahezu unverändert vor einigen Monaten erstehen zu können auf einer englischen Auktion. Da waren ganz, ganz tolle Sachen drin und ein besonders schöner Brief, um den geht es heute. Das waren die Umschläge, das waren die Schreiben drin, das waren auch Telegramme, es waren manchmal nur die handgeschriebenen Briefe, manchmal waren es auch nur die Umschläge. Der hier, den fand ich besonders interessant, den haben wir schon gesehen. Das ist der Brief. Hier sieht man ihn von hinten und da sieht man auch die Klebespuren. Schön ist es nicht, aber wenn man den Brief genauer betrachtet, dann weiß man eigentlich alles daran zu schätzen, selbst die Klebespuren und selbst die Tatsache, dass er etwas roughly opened ist, etwas grob geöffnet, was man natürlich auch an der oberen Seite sieht. Aber das Ganze ist Geschichte, das ist englische Geschichte, es ist eigentlich fast schon europäische Geschichte, was aus diesem Brief hervorgeht. Schauen wir ihn erstmal philatelistisch an. Das ist der Umschlag. Wir haben hier einen Poststempel. Ich habe hier eine etwas bessere Reproduktion dieses Poststempels. Official Paid, Sandringham, RSO, Norfolk und dann das Datum. Es ist der 24. Oktober 1911. Die Vergrößerung ist natürlich ein anderer Stempel. Deshalb haben Sie da das Datum 1903. 8.30 Uhr, also abends, 8:30 Uhr. RSO ist ein sogenanntes Railway Sub Office. Was ist ein Railway Sub Office? Das ist ein untergeordnetes Postamt, das seine Sendungen nicht über ein Hauptpostamt weiterleiten muss, sondern direkt mit einem Bahnpostamt, also mit einer Bahnpost austauscht, mit einem TPO, einem Traveling Post Office. Diese Stempel, diese RSOs, die gab es von 1855 bis 1905. Die Stempel wurden aber weiterverwendet. Das heißt, Sie finden diese Stempel auch noch in den Jahrzehnten danach. Dieses Sandringham RSO wurde 1900 eröffnet. Sandringham ist eine der königlichen Residenzen der britischen Königsfamilie. Und wir sehen, das hat eine Öffnungszeit von 8 bis 24 Uhr. Das mag man sich in heutigen Service-Wüstenzeiten kaum mehr vorstellen. Also das haben Sie vielleicht heute noch bei einem Postkiosk mit ein bisschen Glück. Aber da war es tatsächlich ein Postamt, das so lange offen hatte. Und deshalb auch diese späte Uhrzeit auf diesem Stempel. Der ist wichtig, der macht den Stempel, den Brief frei. Das heißt, es ist ein unfrankierter Brief. Die Freimachung dieses Briefes geschieht durch diesen Stempel Official Paid. Dann ein weiterer Aspekt hier, der Einschreibezettel. Das ist der hier mit einem Stempel Sandringham ohne Datum. Das ist ein sogenanntes D-Label. Also es gibt A, B, C, D-Label. Die D-Label wurden für kleinere Postämter ausgegeben, die unter 3000 Sendungen im Jahr abfertigten. Das ist ein Tagesstempel, der musste ohne Datum abgeschlagen werden. Das heißt, es war Vorschrift, dass man den Datumsblock rausnimmt, bevor man diese Rekordzettel stempelt. Es gibt auch welche mit Datum, aber das ist quasi eine reguläre Form ohne Datum. Der wurde 1907 eingeführt und so bis 1931 ungefähr verwendet. Der ist aus Sandringham tatsächlich sehr selten und ist im Handbuch unbekannt. Das Handbuch ist von Glen Morgan, das heißt Royal Household Mail. Das ist auch in der Präsentation ein Link drin. Das ist ein ganz tolles Handbuch. Das finden Sie komplett online als PDF. Das heißt also, auch wenn man mal
auch wenn man eigentlich kein Interesse, also wenn man das nicht sammelt, diese Briefe, ist das mal ganz spannend, das einfach mal durchzublättern, sich mal anzuschauen, auf dem Computer oder auf dem iPad, wo man das gut lesen kann. Oder vielleicht auch mal ausdrucken, alles relativ groß, also insofern braucht man da einen leistungsfähigen Drucker. Aber im Handbuch, das ja umfassend ist, ist dieser Rekordzettel unbekannt. Das dritte ist etwas Spezifisches für die Royal Household Mail. Das ist dieser Stempel. Den sieht man hier ein bisschen besser. Sie sehen, das ist ein Monogrammstempel. Das ist ein Monogrammstempel von König Georg V., der seit 1910 regierte. 1910 starb Edward VII. Sein Sohn Georg wurde als Georg V. dann König und hat auch diesen Stempel verwendet bzw. verwenden lassen. Der bestätigte die Portofreiheit des Absenders. Das heißt also, es ist ein Zusammenspiel zwischen dem Official Paid und diesem Monogrammstempel. Die beiden waren notwendig sozusagen, damit dieser Brief portofrei geschickt werden konnte. Der wurde verwendet für die Post des königlichen Haushalts, also nicht nur für die Post des Königs selbst oder der Königin, sondern des gesamten Haushalts. Und war vorhanden in mehreren Exemplaren in den königlichen Residenzen Buckingham Palace, Windsor Castle, Sandringham, Balmoral und dann eben auch auf der königlichen Yacht. Da gab es mehrere Stempel. Und Sie sehen übrigens, dieser Stempel war in diesem anscheinend direkt in dem Postamt auch vorhanden, weil er auf den Einschreibzettel übergeht. Das heißt, das ist nicht ursprünglich direkt von der Absenderin in dem Fall auch angebracht worden, sondern von einem Postbeamten, der in diesem Hofpostamt tatsächlich tätig war. Der Stempel in dieser Form wurde im September 1910 eingeführt, also einige Monate nachdem Edward VII. Gestorben war. Wir schauen nochmal auf die Rückseite, da haben wir auch nochmal Stempel. Da haben wir einen zweiten Aufgabestempel von Sandringham auf der rechten Seite, auch 20.30 Uhr, auch 8.30 Uhr PM. Wir haben Durchgangsstempel des benachbarten Ortes King's Lynn, auch am 24. Das heißt, es ist abends auch noch gleich weitergegangen nach King's Lynn. Und wir haben was wir nicht haben, ist ein Eingangsstempel von London. Und wir haben ein schwarzes Wachssiegel mit Stern. Das kenne ich von der Absenderin so nicht, aber die hat auch verschiedene verwendet. Zur Absenderin kommen wir noch. Und wir sehen schlecht leserlich ein bisschen einen Vermerk. 25.11.1911. Ich lese es als Eingangsvermerk. Ich kann es allerdings ehrlich gesagt nicht lesen, was da steht. Da steht irgendwo Letter und da steht Pasted if... Letter, aber ich kann es wirklich nicht, nicht lesen. Vielleicht kann das von Ihnen noch jemand entziffern. Genau, das heißt, der Brief hat genau einen Tag gebraucht oder vielleicht auch nur einen halben Tag, bis er dann in London war. In diesem Brief befand sich das Handschreiben der Absenderin. Und dann schauen wir erstmal auf den Namen, den man rechts unten sieht, Alexandra. Das ist die Königin Alexandra, die Königin Witwe in dem Fall, die Frau von König Edward VII., die hat diesen Brief geschrieben. Und Sie sehen, es ist Briefpapier von Sandringham, Norfolk, also dieser königlichen Residenz. Sie sehen links ein Monogramm von Alexandra. Ihre Handschrift ist ganz, ganz typisch. Also auch wenn Sie so einen Umschlag sehen, kann man es erkennen. Das ist übrigens auch ganz gut, weil häufig werden nämlich auch Umschläge von Königen und Königinnen adressiert, auf eBay fast verramscht, weil der Verkäufer nicht erkennt, wer tatsächlich diesen Umschlag geschrieben hat. Sie können es dann erkennen daran an der Handschrift, Sie können es am Aufgabestempel erkennen, Sie können es oft auch am Monogramm, am Wappen auf der Rückseite erkennen. Aber das muss man natürlich wissen, um solche Briefe tatsächlich auch erkennen zu können. Wir haben hier einen schwarzen Trauerrand. Der ist sehr wahrscheinlich noch auf den Tod von
König Edward dem VII. Zurückzuführen, auch wenn es deutlich danach war, aber es war seine Witwe. Und sie hat, Witwen, Königinnen, Witwen haben sehr lange solche Trauerumschläge und Trauerbriefpapier verwendet. Jetzt schauen wir mal auf den Text. Ich habe ihn gleich übersetzt. Ich lese ihn mal vor. Sehr geehrter Sir Henry, ich habe Ihren Brief und die Erklärung zum Denkmal für unsere große und gute Miss Nightingale erhalten. Ich hatte keine Ahnung, dass es zum Stillstand gekommen war und die Mittel nicht ausreichten, um die Erinnerung an die Wohltäterin der Nation aufrechtzuerhalten. Es wäre in der Tat bedauerlich und eine Schande, wo ihr doch so viele Dankbarkeit schulden. Ich lege 100 Pfund bei und grüße Sie herzlich, Alexandra. Das heißt, wir haben hier schon ein paar Bezüge und kommen einer Einordnung des Ganzen schon mal ein bisschen näher. Wir haben als Empfänger einen Sir Henry Burdett, das hatte ich vorhin schon erwähnt, das kann man auf dem Umschlag sehen, ich stelle ihn gleich mal vor. Wir haben als Empfänger, Empfänger Sir Henry, wir haben als Absenderin Alexandra und wir haben Miss Nightingale und das ist tatsächlich die Miss Nightingale, die Ihnen auch in dem Fall in Sinn kommt. Alexandra ist diese Frau hier. Das ist für mich auch ganz wichtig bei sowas. Ich gucke mir an, was sind denn das für Leute? Finde ich Bilder von den Leuten im Internet? Finde ich irgendwie weitere Dinge, die charakterisieren, die ein bisschen was mir dazu erzählen? Social Philately ist nach meinem Verständnis nicht nur, dass ich mir irgendwas aus dem Netz suche und dann am Ende irgendwie was habe, was ich auf so ein Albumblatt schreibe, um es auszustellen. Social Philately ist auch eine Art von Sammeln für mich selber, von Sammeln von Wissen. Das lädt die Dinge quasi auf, mit Wissen, mit Hintergrund und so. Und das ist erstmal eine große Freude für mich, das zu haben. Alexandra, die 1925, also 14 Jahre nach diesem Brief gestorben ist, war eine gebürtige Prinzessin von Dänemark. Die Ehefrau von König Edward VII., der 9 Jahre lang regiert hat, seit dem Tode Queen Victorias 1901 bis 1910. Da muss man sagen, das war ein ganz schöner Lebemann. Und der hat, um es mal salopp zu sagen, es zu Lebzeiten auch ordentlich krachen lassen. Er hatte sehr, sehr viele Affären. Die Mistresses von Edward sind legendär. Also es ging sogar so weit, dass an seinem Sterbebett eine dieser Damen saß. Ich habe selbst in meiner Sammlung Post von Edward an diese Damen, die total harmlos ist. Also da ist nichts Frivoles drin, aber wenn man weiß, wie das Verhältnis zwischen den Edward und den Damen war, dann kann man das natürlich gut einordnen. Naja, dieser Edward hatte Alexandra von Dänemark geheiratet und sie damit zur Königin von Großbritannien gemacht. Sie war eine sehr, sehr bekannte Frau, jetzt nicht nur, weil sie Königin war, sondern auch, weil sie modisch sehr, sehr innovativ war, sagen wir mal so. Sie war eine Stilikone, so würde man die heute, glaube ich, bezeichnen. Man sieht es auch, sie ist also auf diesem Foto, das ist von 1920 oder so, ne? Vielleicht so ungefähr. Und sie ist da auch sehr, sehr vornehm natürlich angezogen, aber auch sehr, sehr stilvoll. Und das gelang nicht jedem im Englischen und auch in den anderen Königshäusern. Und sie war Wohltäterin, sie war sehr viel natürlich engagiert, was Krankenpflege zum Beispiel anbelangt. Und tauchte auch immer bei, hat Krankenhäuser eröffnet zum Beispiel und sich da auch finanziell engagiert. Und das geht ja auch aus dem Brief hervor. Das ist dieses Monogramm, das man da sieht. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich toll finde. Queen Alexandra opens bazaar organized by nurses. Das heißt, ich kann hier bei YouTube, entschuldigen Sie bitte die schlechte Qualität, aber da ist auch ein bisschen Weißbild dazwischen. Das ist tatsächlich Alexandra, das kann man sich auf YouTube anschauen, im Originalfilm, wie sie eben so einen Bazaar zum Wohle von Krankenschwestern
eröffnet. Also die machen hier gerade so ein bisschen so ein Spalier und da kommt sie dann, man sieht sie nachher auch kurz, man sieht sie ganz vorne, läuft sie mit einem Herrn da, der ihr einiges erklärt. Und ich finde es toll. Ich habe diesen Brief, ich habe ich versuche was auch rauszufinden über diese Frau. Ich finde es spannend, hier ist sie im Vordergrund. Und ich kann tatsächlich im Internet, obwohl es schon über 100 Jahre her ist, tatsächlich etwas finden, wo man sie auch im Bewegtbild sieht. An dem Punkt denke ich mir immer, wenn man so eine Ausstellung macht und wenn man damit auch andere Leute begeistern will, der Film ist jetzt nicht der allertollste da, aber es gibt ganz tolle Filme, gerade von der British Pathé, eine Filmfirma, die diese Filme auch archiviert hat und auch im Internet präsentiert, können Sie auch zu Edward VII., zu Queen Victoria sogar Filme finden. Ob man bei so einer Ausstellung nicht auch sowas mal zeigen kann? Ob man nicht also zu belegen, zu irgendwelchen Sachen, das ist jetzt nur ein Beispiel beim britischen Königshaus, aber es gibt es natürlich auch bei anderen Sachen. Die Frage ist, kann man damit nicht Leuten auch noch ein bisschen den Blick erweitern und auch vielleicht ein paar andere dafür interessieren. Jetzt will ich nicht dahin, jetzt will ich eigentlich wieder zurück. Mal gucken, ob wir da... Ja, da kommen wir weiter. Der Empfänger, den haben wir noch. Sir Henry Burdett. 1847 bis 1920. Ein sehr reicher Herr. Philanthrop, Privatbankier. Hier haben wir in der Anschrift Sir Henry Burdett, das ist die Handschrift von Queen Alexandra. Das ist der Empfänger, auch eine ganz interessante Figur, der ist auch nicht ganz vergessen. Es gibt heute noch einen Sir Henry Burdett Fund für Krankenschwestern in Großbritannien. Der ist auch als Philanthrop natürlich dadurch bekannt geworden, durch sein Engagement für Krankenhäuser. Und der hat auch deshalb diesen Titel Sir bekommen, weil er sich so engagiert hat. Kleiner Exkurs, in diesem roten Album, das Sie vorhin gesehen haben, war ein handschriftlicher Brief mit Umschlag von König Edward VII. Dabei, wo er hinten reinschreibt, also als PS sozusagen auf die letzte Seite, an Burdett, ich habe sie übrigens der Königin für die Ehrungen zu ihrem diamantenen Jubiläum im Jahr 1897 war das, vorgeschlagen, dass sie ein Member of the British Empire werden und damit den Titel Sir tragen dürfen. Das ist jetzt nicht wortwörtlich, hat es ein bisschen anders geschrieben, aber das ist tatsächlich der Brief, der das dokumentiert, wie Burdett vorgeschlagen wurde für diese Ehrung, und zwar vom König selbst. Beziehungsweise, ich muss korrigieren, das war 1897, da war es natürlich der Prince of Wales, da lebte Queen Victoria noch, das war der spätere König Edward VII., damals Albert Edward, wie sein Name eigentlich war, Prince of Wales. Aber natürlich auch ein tolles Dokument und das kann man natürlich auch gut damit einordnen. Jetzt geht es ums Thema des Briefes. Florence Nightingale, diese Dame hier, die ist Motivsammlern, glaube ich, auch sehr ein Begriff. Und es gibt ja auch viele Florence Nightingale-Marken. Es gibt, glaube ich, auch eine ganze Anzahl von Sammlern, die sich speziell mit ihr beschäftigen, speziell natürlich auch mit dem Thema Krankenpflege, die Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege, wie sie genannt wird. Sie hat das Sanitätswesen reformiert, die Gesundheitsfürsorge in Großbritannien und Britisch-Indien, aber sie hatte natürlich damit auch eine Strahlkraft weit über das Ganze hinaus. Und natürlich hat sie da auch ist sie weltweit damit bekannt geworden. Was mache ich jetzt? Also ich habe jetzt diese Dame, ich habe die Königin, ich habe den Burdett und ich habe
Florence Nightingale. Jetzt will ich etwas mehr rausfinden. Ich habe diesen Brief aus dem Jahr 1911. Nightingale ist im Jahr vorher gestorben. Das heißt, also würde ich gerne wissen, was für ein Zusammenhang das ist. Klar, dann gehe ich auf Google. Dann nehme ich mir Google und schaue mir das an. Und die normale Google-Suche ist die hier. Ich gebe zum Beispiel, ich will was über Henry Burdett finden. Das ist ja der unbekannteste sozusagen. Queen Alexandra, da kann man relativ schnell viel rausfinden. Florence Nightingale auch, aber Henry Burdett. So würde ich das normalerweise suchen. So suche ich das normalerweise nicht. Ich habe drei Möglichkeiten, die habe ich ja mal aufgezeigt. Ich suche es einfach, gebe einfach den Namen ein. Die zweite Suche ist, ich gebe es in Anführungszeichen rein. Diese Anführungszeichen sind sogenannte Operatoren von Google. Also Henry Burdett oder Sir Henry Burdett. Oder ich mache den Operator FileType. Das ist auch etwas, was ich benutzen kann. FileType kann ich für die Dateisuche benutzen. Das, was ich Ihnen jetzt hier zeige, ist, geht weit über das hinaus, was ich mit für meine Sammlung eigentlich, also das brauche ich für die Sammlung, aber das kann ich überall auch benutzen. Das heißt, das sind Dinge, die ich bei jeder Internetsuche machen kann. Und ich meine, was ist mein Problem, wenn ich im Internet suche? Das Problem ist nicht, dass ich zu wenig finde, sondern ich finde viel zu viel. Und ich finde genau das, was ich brauche, eigentlich finde ich häufig nicht. Und deshalb ist es sehr, sehr nützlich, diese Operatoren zu kennen und die auch einzusetzen. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Unterschiede. Jetzt haben wir diesen Operator FileType. Das wäre dann, da würde ich dann, was ich in dieser Kurier-Schriftart geschrieben habe, das ist quasi das, was ich in Google tatsächlich dann eingebe. Henry Burdett in Anführungszeichen, danach ein Leerzeichen, dann FileType, Doppelpunkt PDF. Im PDF, das kennen Sie, das ist ein sehr beliebtes Format für Dateien. Und da finde ich auch viele Dokumente in diesem PDF-Format. Gehen wir mal weiter. Wenn ich Henry Burdett eingebe, dann finde ich ganz schnell Wikipedia, dann finde ich etwas, aber ich habe hier 3,6 Millionen Ergebnisse. Wenn ich Henry Burdett in Anführungsstrichen eingebe, sind es nur noch 10.400. Das heißt, es wird spezifischer. Weder will ich 3,6 Millionen, aber auch keine 10.400 Ergebnisse durchgehen. Und Sie sehen ja auch, die ersten Ergebnisse sind ganz ähnlich. Das heißt, das grenzt es, reduziert zwar die Ergebnisse, hat aber praktisch jetzt erstmal keinen Nutzen. Wenn ich jetzt aber FileType PDF eingebe, dann habe ich plötzlich 2890 Ergebnisse und sehe aber, die ersten Ergebnisse sehen schon anders aus. Das heißt, da bekomme ich andere Dokumente. Beziehungsweise da bekomme ich nicht nur Webseiten, sondern da bekomme ich Dokumente. Und wenn ich etwas suche im Internet und gerade in dem Bereich, dann sind mir natürlich Dokumente sehr lieb. Sie haben so viele Archive online, Sie haben so viel Material und Sie können, wenn Sie gezielt suchen, einen Namen ganz, ganz hinten auf Seite 3567 eines Dokuments, das im Internet steht, finden. Wenn Sie das nicht gezielt machen, haben Sie keine Chance, das zu finden. Wenn Sie es gezielt machen, finden Sie Sachen, wenn Sie mit den Ohren schlackern. Die finden Sie normalerweise einfach nicht. Jetzt gucken wir mal, was wir da finden in dem Zusammenhang. Da finde ich zum Beispiel dieses Dokument. Da geht es um Burdett's Hospitals and Charities. Die Ausgabe von 1910. Das Jahrbuch der Philanthropen und der Krankenhäuser. Und ist der Herausgeber ist Sir Henry Burdett, KCB. Ne? Er war nicht MBE, sondern KCB war das natürlich. Ja? Die Ehrung. Und genau, das ist zum Beispiel etwas, was ich finde von ihm. Ich finde das hier relativ weit oben. Das ist sein Nachruf. Auch interessant. Ich finde hier oben nochmal einen Nachruf. Das eine, das in der Mitte, ist aus der Zeitschrift The Hospital, die er selber gegründet hat. Und das rechts oben, da weiß ich jetzt gerade nicht, woher das war. Das kann aus der Times sein. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber was finde ich da in diesen Texten? Die kann ich dann anschauen.
Da habe ich Primärquellen. Das ist für einen Historiker, auch für einen Postgeschichtler, auch für jemanden, der sich hobbymäßig mit Geschichte beschäftigt, sehr wichtig, eine Primärquelle zu finden. Und nicht nur Dinge, die andere bereits ausgewertet haben. Da steht zum Beispiel drin, starb in seinem Haus am Porchester Square. Steht hier oben, wenn Sie rechts oben schauen, und da steht es im ersten Satz drin. We regret to record the death of Sir Henry C. Burdett on April 29th at his house in Porchester Square. Das heißt, da haben wir wieder den Bezug. Aha, die Adresse, The Lodge, Porchester Square, die ich da von 1911 auf diesem Umschlag habe, war wohl sein Haus. Da lebte er. Kann man sich eigentlich denken, aber ist trotzdem mal schön, dass man das nochmal findet. Hier habe ich es nochmal eingeblendet. So ist es auf dem Briefumschlag von Queen Alexandra geschrieben. Weiter in einem Text steht da drin, er hatte die Unterstützung von König Edward und Königin Alexandra. Das heißt, ich finde da auch ein bisschen was über das Verhältnis dieser Menschen zueinander aus. Aha, er hatte einen direkten Kontakt mit Queen Alexandra. Ich finde da eine Bestätigung. Das ist etwas, was nicht nur diesen einen Brief anbelangt, sondern die scheinen wirklich auch in einem längeren Kontakt gewesen zu sein. Wenn ich da weiter recherchiere, finde ich da ganz viel Material und ich zeige Ihnen auch mal, was ich da noch so gefunden habe. Ich kann zum Beispiel, das mache ich auch, wenn ich recherchiere zu einem anderen Thema, dann will ich mir das vorstellen können. Dann will ich sehen, wo das spielt. Dann will ich nicht nur ein Papier vor mir haben, dann will ich ein Bild von einem Haus vor mir haben. Wenn ich Glück habe, und also ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber dann fahre ich die Sachen auch alle mal ab. Dann bin ich mal in London und dann schaue ich mir das mal an. Aha, das ist dieses Haus und so. Im Augenblick ist es mit Reisen noch nicht so weit her. Abgesehen davon kann man nicht für jeden einzelnen Beleg durch die Weltgeschichte reisen. Also mache ich das am Computer und schaue einfach mal. Ich suche mit The Lodge in Anführungsstrichen und suche mit Porchester Square, weil ich habe auf dem Umschlag nämlich keine Hausnummer drauf. Das heißt, es ist schwierig. Ich kann den Porchester Square zwar anschauen, aber ich weiß nicht, welches Haus es ist. Deshalb kombiniere ich dieses The Lodge. Das war ja offenbar die Bezeichnung eines speziellen Hauses. Das habe ich hier kombiniert und finde hier unten gleich an zweiter Stelle, Sie sehen hier booksgoogle.de. Das ist Google Books. Da haben Sie ganz, ganz, wenn Sie kennen vielleicht, da haben Sie ganz viele digitalisierten Bücher. Und die werden auch tatsächlich von Google durchsucht. Und wenn Sie gezielte Suchen machen und auch mit den Anführungsstrichen zum Beispiel arbeiten, dann finden Sie eben irgendwo in einem Buch, das vor vielen Jahren mal erschienen ist, finden Sie tatsächlich einen Hinweis auf so eine Adresse. Und hier haben Sie The Lodge 13, 13 Porchester Square. Das heißt, hier haben Sie gleich eine Hausnummer. Da komme ich schon mal weiter. Und hier habe ich tatsächlich das ist das, was ich da gefunden habe. Das ist ein sehr altes Buch. Und da habe ich jetzt den Bezug hier. Und da steht es tatsächlich, The Lodge, 13 Porchester Square. Und wenn wir hier oben schauen, Sir Henry Charles Burdett, KCB, KCBO und was alles noch. Und das KCB ist von 1897, darauf habe ich mich bezogen, das war diese Ehrung. Genau. Also so finde ich das. Dann will ich aber auch mal sehen, wie sieht es da aus. Dann gehe ich auf Google Maps, dann sehe ich dieses, gebe ich 13 Porchester Square ein, dann habe ich das mal von oben. Es gibt aber nicht nur Google Maps, es gibt auch Google Street View, was damit verknüpft ist. Also gucke ich mir mal dieses Haus von außen an. Da kann man, wenn man irgendwie will, auch mal bei einem London-Besuch vorbeigehen. Da wohnte Henry Burdett, da hat ihn dieser Brief erreicht. Für mich ist sowas eine Bereicherung. Bei so einem Brief alleine schon mal zu sagen, aha, jetzt weiß ich, wo der hinkam. Sandringham kann ich mir anschauen, wenn es mal wieder offen ist. Das ist im Augenblick natürlich geschlossen. Jetzt sehe ich dieses Haus, aha, da hat er gewohnt. Machen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt geht es ja um die Beziehung zwischen den beiden, zwischen Burdett und zwischen Queen Alexandra. Deshalb kombiniere ich jetzt diese beiden Begriffe, diese Namen, in Anführungszeichen Henry Burdett und in Anführungszeichen Queen Alexandra.
So mache ich das. Da bekomme ich, das sehen Sie hier, 500 Ergebnisse. 500 Ergebnisse ist für Google jetzt nicht viel. Das heißt, das sind jetzt 500 Dokumente, wo die beiden Namen vorkommen. In dieser Reihenfolge. Wichtig ist, diese Anführungsstriche, die betonieren sozusagen das ein, was dazwischen steht. Damit können Sie alles Mögliche suchen. Damit können Sie zum Beispiel eine Zahl auch suchen, eine Telefonnummer im Internet. Sie haben zum Beispiel eine Telefonnummer und wissen nicht, wem die gehört. Dann geben Sie die mal in Anführungsstrichen am Internet ein. Dann finden Sie andere Fundstellen irgendwo im Netz, wo diese Telefonnummer oder wo diese Zahlenfolge tatsächlich aufscheint. Sehr, sehr hilfreich, manchmal auch in meiner Arbeit als Journalist. Und genauso ist es hier. Ich suche nur nach Henry Burdett und Quill Alexander. Da muss ich das richtig schreiben. Das ist sehr wichtig. Es muss richtig geschrieben sein, was zwischen den Anführungsstrichen steht. Wenn da ein Fehler drin ist, dann ist es tatsächlich so, dass Sie im Nichts landen. Dann werden Sie, wenn Sie Glück haben, schlägt Ihnen Google vor, wollen Sie es nicht lieber anders schreiben. Wenn Sie Pech haben, kriegen Sie gar keine Ergebnisse oder eben die falschen. Wenn Sie zum Beispiel sehen wollen, wie häufig ein bestimmtes Wort falsch geschrieben wird, dann können Sie es auch in Anführungsstriche mal eingeben und mal gucken, wie viele Fundstellen Sie im Internet finden. Und dann kriegen Sie genau die Fundstellen, wo es falsch geschrieben wurde. Und das ist für uns auch gar nicht so schlecht als Sammler, wenn wir was im Internet suchen. Wenn Sie einen Text haben, können Sie sich einen Teil des, wenn Sie einen Text vor sich haben zum Beispiel, Sie haben irgendwie eine Kopie eines Textes und Sie wollen jetzt wissen, ob der irgendwo im Internet steht, dann nehmen Sie einen Satzteil, einen typischen Satzteil raus und setzen den in Anführungsstrichen und geben ihn mal bei Google ein. Dann sagen Sie Google sozusagen, such mir ein Dokument, wo genau dieser Satz oder dieser Satzteil vorkommt. Dann finden Sie dieses Dokument im Netz, wenn es da ist natürlich. Dann haben Sie eine gute Möglichkeit, das da zu finden. Das ist auch für die Suche zum Beispiel nach Belegen, nach besonderen, nach Stempeln, nach allem Möglichen. Auch bei Auktionen zum Beispiel gehe ich so vor, ich schaue, wo wird das angeboten, dann mache ich Kombination Buckingham Palace und Queen Alexandra und Registered zum Beispiel und gucke einfach und das in meinen Anführungsstriche, da komme ich viel näher ran. Da finde ich viel mehr, wenn es was zu finden gibt. Und so finden Sie übrigens auch Plagiate im Netz. Das heißt, wenn Sie einen Text mal geschrieben haben und mal gucken wollen, wer Ihnen den gemopst hat, dann nehmen Sie sich einen Satzteil raus, gucken mal, ob Sie das im Netz finden. Da werden Sie manchmal ganz erstaunliche Entdeckung machen. Was ich hier finde, ist zum Beispiel das hier. Das ist ein Ausschnitt aus einem Buch. Da geht es in einem Absatz um Alexandra und Henry Burdett. Ich finde das hier, ich finde eine Auktion vor 4 Jahren in Südafrika, wo eine Büste, wo Büsten versteigert wurden, mit der Inschrift von Königin Alexandra für Sir Henry Burdett, mit den besten Wünschen ihrer Majestät für das neue Jahr 1915. Das heißt, das sind Büsten von Edward dem VII. Und von Queen Alexandra. Das hat die verschenkt einfach an ihn mit so einer Inschrift. Das heißt, die hatten ein ganz enges Verhältnis. Und ganz herzliches Verhältnis eigentlich. Und das heißt, ich finde relativ viel. Ich gehe jetzt nicht in jeden einzelnen Satz rein, aber ich sehe ganz einfach, die haben über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, haben die Kontakt gehabt, Alexandra und Burdett, und haben sich ausgetauscht, haben Geschenke ausgetauscht. Das hätte ich auch rausfinden können durch das Album, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Da sind nämlich auch Sachen drin. Da steht sogar drin, dass ist ein Dankestelegramm von Alexandra an Burdett drin, wo sie sich für den Duft bedankt, den er ihr zu Weihnachten geschenkt hat. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also, aber die hatten ein ganz herzliches Verhältnis, fast schon freundschaftlich. Es ist jetzt kein Hinweis darauf, dass es darüber hinaus ging, aber es ist schon so, also hätten die mit den Tabloids heute zu tun, den Boulevardzeitungen in England, glaube ich,
dann könnte man die ein oder andere Geschichte, ölige Geschichte darin lesen über das Verhältnis der Königin-Witwe mit dem Privatbankier. Aber das ist jetzt schon über 100 Jahre her. Das ist nur noch für Historiker und Leute wie uns interessant. Wo kann ich noch schauen? Jetzt möchte ich Ihnen eine Ressource zeigen, die richtig, richtig toll ist und die auch viele von uns, glaube ich, gut nutzen können. Das nennt sich nationallizenzen.de. Nationallizenzen.de ist ein Portal, wo Sie mit Wohnsitz Deutschland, das ist die Einschränkung, Sie brauchen einen Wohnsitz Deutschland oder Sie brauchen jemanden, der das zumindest behauptet und eine Adresse da hat und dann Post empfangen kann, einen unentgeltlichen Zugang zu zahlreichen Zeitungsarchiven, historischen Zeitungsarchiven bekommen. Es gibt mehrere im Netz, also gibt es ganz viele, die kosten aber sehr häufig. In dem Fall ist es unentgeltlich und Sie haben hier eine Anmeldung für Privatpersonen, sehen Sie vielleicht auch da, da können Sie sich, Sie melden sich da erstmal an, also registrieren sich, dann kriegen Sie nach ein paar Tagen einen Brief, da ist ein Code drin, den geben Sie ein und dann kommen Sie da rein. Und da habe ich unter anderem das hier, da habe ich Zeitungen, und das ist für mich interessant, das sind die Zeitungen, die ich mir rausgesucht habe, The Times Archive und auch British Periodicals Collection und 19th Century British Library Newspapers. Also das sind alles Sachen, die sind für so eine Recherche natürlich super. Und das meine ich tatsächlich so. Das ist ein bisschen klein, ich weiß, aber Sie können über die Seite Nationallizenzen dann auch später mal ins Netz gehen und sich das direkt anschauen. Das ist unglaublich, was man da findet. Sie finden da, die Times ist so ein, also gerade wenn Sie sowas sammeln, also von 1800 schlag mich tot eigentlich bis heute, ich weiß gar nicht, wie weit es geht. Es ist nicht das ganz Moderne drin, aber es geht ein paar Jahrzehnte. Es geht weit ins 20. Jahrhundert rein jedenfalls. Sie finden da zu allen möglichen Meldungen. Also ich habe, manchmal ist es so, ich sehe einen Brief auf eBay, der ist ganz nett und ist vielleicht auch ein königlicher Brief von irgendeiner Tochter von Queen Victoria geschrieben und kostet irgendwie 20, 30, 40 Euro oder so. Ist schon mal ganz hübsch. Dann gehe ich, dann schaue ich mal, wann ist der gestempelt? Also wenn da nur der Umschlag ist, klar. Wann ist der gestempelt und wo ist der gestempelt? Und dann gehe ich ins Times Archiv und ich finde da regelmäßig, also in deutlich mehr als 50% der Fälle, finde ich eine Referenz zu irgendeiner Veranstaltung, zu irgendetwas, womit ich diesen Brief einordnen kann. Ich habe zum Beispiel einen Brief von Prinzessin Helena, eine Tochter von Queen Victoria, der ist in Woodstock gestempelt. Woodstock ist eine Stadt, korrigieren Sie mich, ich habe jetzt keinen Plan, in Mittelengland. Da ist Blenheim Palace, der ist der Palast der Herzöge von Marlborough dort. Und wenn ich mich frage, warum schreibt die Tochter von Queen Victoria an diesem Tag aus Woodstock auf mit ihrem Briefumschlag, rückseitig ist das Monogramm drauf, dann gehe ich ins Times-Archiv, gucke da drauf und dieses Archiv sagt mir, aha, die war gerade zu Besuch beim Duke of Marlborough. Die waren in Oxford, haben da eine Bibliothek besucht, haben dieses und jenes gemacht, zeitlich genau passend zu dem Poststempel. Das gibt mir den Kontext und das ist Social Philately, das einzuordnen, zu sagen, dieser Brief ist am Abend geschrieben worden, von der Prinzessin, die den Tag über diesen Besuch gemacht hat. Und es ist deshalb dort gestempelt worden, weil sie diesen Besuch gemacht hat. Und deshalb ist es nicht aus London oder aus irgendeiner königlichen Residenz, sondern eben aus dieser Stadt. Eine ganz tolle Ressource. Wenn ich hier mal schaue, jetzt schauen wir nach unserem Brief wieder, der am 24. Oktober gestempelt ist, glaube ich. Ne? Dann finde ich was, ich habe hier gesucht, also die Suchbegriffe in dem Fall waren Florence Nightingale und Burdett und habe das zeitlich eingegrenzt. Sie können in der Suchmaske das zeitlich eingrenzen, was sehr hilft.
Sie können einen Zeitrahmen setzen und wenn Sie einen Brief haben, dann brauchen Sie ja nicht irgendwie die ganzen Jahrzehnte und Jahrhunderte, sondern dann nehmen Sie einfach die 2-3 Monate außen rum und gucken mal, was ist da erschienen. Und da finde ich tatsächlich diesen Text hier, wo es eben darum geht, dass das General Committee of the Florence Nightingale, genau hier haben wir es, ich glaube, das war der 24. ist, genau, dass dieses Komitee das Memorial Fund, also der Stiftung, die eben ein Denkmal errichten möchte, sich getroffen hat am Vortag, stand da drin. Und da ist auch das Zitat drin: Sir Henry Burdett sagte, er weigere sich zu glauben, dass nicht mehr Geld gesammelt werden könne. Die Times vom 18. Oktober 1911. Das ist genau das, wir erinnern uns an den Brief. Da schreibt die Königin, da regt sie sich drüber auf, dass nicht genug Geld für dieses Denkmal, für Florence Nightingale, die doch so viele Verdienste hatte, dass nicht genug Geld zusammengekommen ist. Darauf bezieht sich das auch. Also da sagte er ja tatsächlich, da sagen die, also diese 2800 Pfund, die da zusammengekommen sind, die reichen hinten und vorne nicht. Wir brauchen mehr Geld. Und damit habe ich um es mal salopp zu sagen, einen Sack zu. Ich habe den Bezug, den direkten Bezug zu dem, was da drin steht. Wir erinnern uns, sie sagt, es sei eine Schande, dass da nicht mehr gesammelt ist. Sie spendet 100 Pfund. Sie bezieht sich auf ein Statement. Sehr wahrscheinlich war es dieses Statement. Man kann davon ausgehen, dass die Königin die Times gelesen hat und dass die Times, dass sie das auch sehr aufmerksam gelesen hat, auch im Hinblick auf diese Notiz zum Florence Nightingale Memorial. Und hatte ihr selber auch geschrieben, sie waren in Kontakt und das war die Reaktion. Damit habe ich viel Wissen zu diesem Brief. Ich weiß nun, der Empfänger des Briefes hat bald nach ihrem Tode angeregt, Florence Nightingale an einem prominenten Ort in London ein Denkmal zu setzen. Das finde ich, also alles das finde ich, das ist das Denkmal, das sehen wir hier in der Nähe von Buckingham Palace. Das finde ich alles in den Texten, die ich gefunden habe mit diesen Suchen. Burdett war, wie gesagt, schon lange mit Königin Alexandra bekannt, auch als sie noch Princess of Wales war. Er selbst war durch seine Veröffentlichungen, sein finanzielles Engagement eine Größe in der Krankenpflege in England. Und das Spendensammeln war tatsächlich schwierig und erst dieser neuerliche Spendenaufruf, das finde ich zum Beispiel dann auch in seinem dem Nachruf zu Burdett, führte tatsächlich dazu, dass genug Geld dazu kam, zusammenkam und 1912 wurde dieses Nightingale-Denkmal in der Nähe des Buckingham Palaces eröffnet. Und es war dann, und das sozusagen als kleiner Epilog, es war dann doch so viel Geld zusammengekommen, dass man ein paar Jahre später nochmal ein Florence Nightingale-Denkmal eröffnen konnte. Ich glaube 1916 war das. Und seitdem gab es wahrscheinlich auch noch das eine oder andere mehr. Aber man sieht, am Ende war diese Initiative von Burdett erfolgreich. Und die Hilfe, diese 100 Pfund von Queen Alexandra waren da sicher auch sehr nützlich. 100 Pfund waren da natürlich deutlich mehr. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber die Kaufkraft war deutlich höher. War so im vierstelligen Euro-Bereich, würde man das auf heute beziehen. Genau, das wollte ich Ihnen zu diesem Brief erzählen. Das wollte ich Ihnen jetzt zeigen, wie ich bei sowas vorgehe. Das ist jetzt ein Brief. Ich habe jetzt genau eine Stunde geredet, oder fast eine Stunde. Also Sie sehen, es gibt einfach sehr, sehr viel zu erzählen zu diesen Sachen. Wie man das tatsächlich dann in eine Sammlung bringt, das ist, glaube ich, dann das nächste Online-Seminar. Ich muss ja erstmal was wissen, um es tatsächlich unterbringen zu können, um dann zu sagen, was ist jetzt wichtig auf so einem Albumblatt, was ist wichtig für eine Sammlung und was ist vielleicht etwas, was wichtig für mich ist
oder was ich vielleicht erzählen kann, wenn eine Ausstellung ist, aber was ich vielleicht nicht in so eine Sammlung auch noch mit reinnehme, weil es ist einfach überfrachtet. Aber es ist eine Erkenntnis auch aus meinem Beruf. Man recherchiert sehr viel und am Ende sind es dann nur ein paar Sätze. Aber die paar Sätze, die man zu Papier bringt, sind dann entsprechend mit Wissen getränkt. Und also von 100% Wissen kann man vielleicht dann nur 5-10% unterbringen. Aber gleichzeitig ist in dem Fall natürlich auch eine große Freude, dieses Wissen erstmal anzusammeln. Dann danke ich Ihnen erstmal.